Ja, servus und willkommen zur alljährlichen traditionellen Neujahrsansprache. Diesmal für 2024. Ja, es regnet hier gerade immer mal wieder so ein bisschen, aber davon lasse ich mich nicht abhalten. Scheißegal. Ja. Fuck the rain. Ne? Auf jeden Fall liegt ein verrücktes Jahr hinter uns. Ein Jahr mit vielen Veränderungen. Ein Jahr mit vielen Veränderungen im privaten Bereich, vor allem bei mir. Nicht alles war gut. Ja, es gab viele Höhen und viele Tiefen. Aber für jedes Schlechte ist auch wieder was Gutes nachgekommen, wenn man es denn so bezeichnen will. Also ich kann mich nicht beklagen, auf jeden Fall. Und mal schauen, wie es jetzt 2024 weitergeht. Ob das wieder so ein verrücktes, aber auch abwechslungsreiches Jahr wird. Oder ob es mal wieder so ein bisschen ein gediegeneres Jahr wird, ein bisschen ein Jahr zum Ausspannen oder so. Ne? Wir werden es sehen. Ja, es gibt natürlich einiges an Vorschau schon für das kommende Jahr. Und Highlight ist natürlich die Filmpremiere meines neuen Filmes Somnia Noctis im Januar, jetzt im Januar am 26. im Com-Kino in Nürnberg. Ja, das ist so ein kleiner Lebenstraum, den ich mir erfülle. Ja, der eigene Film im Kino, zusammen übrigens mit Storm of Catharsis, meinem letzten Film, und A Tale of Four Seasons, dem aktuellen Film von Timur Güler, meinem Hauptdarsteller. Und ja, schaut vorbei, ich kann es nur empfehlen. Wird ein geiler Abend werden. Ne? Link findet ihr auch, ja, ich kann ihn unten in die Infobox reinsetzen oder auch bei den Misanthropics. Schaut vorbei. Wie gesagt, wird ein geiler Abend, da können wir das ein oder andere Bier zusammenkippen, mal persönlich ein bisschen miteinander quatschen und ja, da könnt ihr mein neues Werk auch betrachten. Und ihr könnt auch eine DVD von meinem neuen Film erwerben, da exklusiv auf dieser Veranstaltung. Es gibt eine Auflage von 30 Stück, allerdings sind schon einige vergriffen, also ihr bekommt wirklich nur da auf der Filmbörse dann noch die restlichen Exemplare. Ne? Ich habe ein paar zurückgelegt für meinen engsten Kreis sozusagen, ne? Und der Rest wird dann eben bei der Veranstaltung da verkauft. Eine kleine Anekdote so am Rande, also ich kann euch sagen, es ist wirklich viel Arbeit, so eine DVD zu planen, ja, alles zu machen und so weiter. Was dafür wichtig ist, sei es vom Design, vom Cover, vom Druck und alles, es ist wirklich eine Menge Arbeit. Ja, also das meiste hat natürlich mein Kumpel gemacht, ja, Abracadabra von Nachtgiga Productions. Ja, ich bedanke mich für die geile Zusammenarbeit in diesem Jahr. Ja, hat richtig viel Spaß gemacht, ja, hier schön den Underground aufzumischen zusammen. Ja. Und hier mit meiner neuen, ja, Marke sozusagen, Silentium Films, hier schön mein eigenes Emblem auf dem Cover zu sehen. Ne? Das ist halt schon, ist schon irgendwie geil. Ne? Ansonsten werde ich im April dem Metal Franconia einen Besuch abstatten, ein Festival im Frankenland. Ja? Ich war da noch nie, das ist so ein zweitägiges Festival in einer Halle. Ja. Cooles Line-Up, finde ich. Ne? Also Eisregen, ja, Equilibrium, auch obwohl ich die neuen Sachen auch nicht mehr so geil finde. Ja, was spielt noch? Ja, ich habe es jetzt nicht im Kopf. Auf jeden Fall ein ganz cooles Line-Up für relativ kleines Geld und ja, zwei Tage hier Metal saufen, ja, Freiheit genießen. Ja. Wird cool und ihr könnt mir ja mal reinschreiben, ob ihr da vielleicht einen Festivalbericht wieder wollt. Das habe ich ja letztes Jahr jetzt im Summer Breeze auch so gemacht, dass ich da ein bisschen was mitgefilmt habe und so. Und genau, dann würde da definitiv auch ein Beitrag dazu kommen. Ansonsten wird es natürlich auch wieder meinen üblichen Content geben, ne? Das Standardzeug, was ihr halt so von mir kennt. Ne? Jetzt ganz neu mit dem Format Random Horror Pickups. Ne? Ja, was heißt neu? Es ist eigentlich ein steinaltes Format, aber scheiß der Hund drauf, ne? Es kommt ganz gut an bei euch. Ihr steht halt auf Horror und auf Splatter und das ganze Gedöns. Ne? Damit kriegt man halt einfach auch die meisten Zuschauer. Es ist jetzt nicht so, dass ich das deswegen machen würde. Ich habe jetzt auch wirklich mal wieder Bock drauf. Ich habe ja lange Zeit auch Horrorabstinenz betrieben und da geht es jetzt schon mal wieder so ein Format. Ja?
Und wie gesagt, ihr mögt es ja auch ganz gern. Ansonsten versuche ich, meinen monatlichen Zyklus einzuhalten an Livestreams. Ne? Filme, Metal, Bier und gute Laune kommt da natürlich auch regelmäßig, hoffe ich, also wenn ich es schaffe. Wie gesagt, zeitlich ist es bei mir natürlich auch immer so ein Punkt, wobei ich jetzt im Januar eigentlich schon relativ viel Zeit habe, ja, weil da ist ja quasi Zwangsurlaub bei mir angesagt und da kann man natürlich auch so ein bisschen was verwirklichen an Projekten, an dem, was einem vielleicht noch unter den Nägeln brennt und was man vielleicht auch noch ausprobieren möchte, könnte, sollte. Und genau. Ich werde natürlich mein Filmschaffen auch weiterverfolgen. Ja, I fucking like it, muss ich sagen. Und ich habe Blut geleckt und mit meiner Riege, die ich jetzt hier um mich herum versammelt habe, ja, Timur, ja, Melody Bayer und so weiter, die ja auch in meinem neuen Film mitspielt, was eine absolute Ehre für mich war. Ja, da wird natürlich noch das ein oder andere Projekt verwirklicht werden. Ne? Ich werde da dranbleiben und die nächste Idee ist auch schon hier oben drin. Ja? Ihr wisst, da kommt größtenteils nur wirrer Scheiß raus, aber viele von euch mögen ja wirren Scheiß, mich eingeschlossen, und von dem her fuck the Mainstream, auch 2024. Ja? Fuck Streaming. Ich werde weiterhin schön hier DVDs sammeln und euch regelmäßig mit Reviews beglücken in meinen Livestreams. Ne? Genau, gegen den Einheitsbrei. Ne? Silenzium 141 2024. Es geht weiter. Ich hatte ja auch gegen Ende des letzten Jahres, ne, da habe ich auch so einen kleinen Vlog aufgenommen, da hatte ich so ein bisschen, ich weiß nicht, da fühlte ich mich so ein bisschen ausgebrannt und so. Dieser Zustand hält auch nach wie vor so ein bisschen an. Aber ich stemme mich dagegen und ich habe keinen Bock, diesem Gefühl hier irgendwie ja, den Platz zu geben, den dieses Gefühl gerne haben will. Ne? Aber es geht ja auch einigen anderen YouTubern so aus der sogenannten Film-Community. Wie gesagt, ich zähle mich nicht dazu. Ich mache mein eigenes Ding. Ich habe einen ganz anderen Stil als die meisten, die Filmvideos machen. Ich habe einen komplett anderen Geschmack, aber naja, ihr wisst ja, wo ihr seid. Für alle, die neu dazugekommen sind oder noch dazukommen werden, viel Spaß mit meinen Videos. Wie gesagt, es ist alles feinsäuberlich in den Playlists sortiert. Schaut da mal vorbei, da könnt ihr euch fröhlich durch die Formate durchklicken. Und ja, wir werden sehen, was die Zukunft bringt. Keiner von uns kann die Zukunft vorhersagen. Und ja, macht einfach das, wo die Leidenschaft euch hinträgt. Ja. Das ist ein ganz großer Punkt, eine ganz große Lektion im Leben, die ich auch mir schwer erarbeitet habe. Man muss einfach darauf scheißen, was irgendwer von einem denkt. Ich meine, okay, das ist so ein Kalenderspruch, aber er stimmt halt. Ne? Bei diesen Kalendersprüchen ist halt auch immer viel Wahres dran. Ne? Genau wie bei Stereotypen. Ja? Die sind ja nicht umsonst aus dem Boden geschossen. Irgendwo ist da immer Wahrheit zu finden. Ja? Wie man die auch immer interpretieren mag. Ja? Genau. Ja, auf jeden Fall schön, dass ihr euch meine Neujahrsrede jetzt hier angeschaut habt. Ne? Hat auch mal wieder Spaß gemacht, sich so ein bisschen Luft zu machen. Und ich hoffe, ihr begleitet mich und mein Gelaber 2024 auch weiterhin. Ihr schaut weiterhin meine filmischen Ergüsse, die ich so ja, auf die Leinwand zaubere, sage ich jetzt mal. Und ja. Stay away from the sheep, from the horde, from all this fucking bullshit. Ne? Auf 2024, ne? Heavy Metal.